Recht herzlich willkommen zur 216. Folge von City Skylines. So, wir suchen wieder unsere Stelle mit dem Verkehr, die wir versuchen zu beheben seit geraumer Zeit. Hier ist dieser Kreisverkehr, glaube ich. Genau, wir drehen mal so, weil wir letztes Mal auch so drauf geguckt haben. Und machen einmal den Verkehr an und gucken genau rein. Und es ist hier top, das hatten wir. Hier ist alles okay. Hier rein, raus ist auch okay. Hier sieht es ein klein bisschen schlechter aus. Da war ich die ganze Zeit am Überlegen, ob ich nicht da das machen soll. Und das mache ich jetzt aber einmal straßenmäßig. Diesen Baum dahin pflanzen und darüber ziehen. So, dann ist diese Straße da besser. Und dann werden wir den Bagger nehmen und dieses kurze Stück da gleich entfernen. Weil ich glaube, dass das dann besser vielleicht werden könnte. Jetzt kommt da noch ein Krankenwagen, den ich über, oder Polizeiwagen, den ich überholen darf, auch sehr interessant. Jetzt weg. Okay, die fahren auch durch und müssen jetzt gleich den Weg da lang nehmen. Alles gut. So, jetzt nochmal den aufgerufen. Wie ist hier die Verkehrsregelung? Die müssen wir wieder auf einem anderen Plan angucken. Das war das, was ich schon letztes Mal gesagt habe, was nicht so dolle war. So, so. Und was ist das hier? Das ist auch nicht nötig, diese Stoppstraßen hier. Da ist eine Kreuzung, obwohl keine Kreuzung ist. Sehr interessant. Und ja, das können wir so lassen, denke ich. Nee. Wir machen da eine Stoppstraße raus. So, dann haben die Vorfahrt. Gut, die Ampel hier muss weg. Und wie sind denn die Regelungen hier im Kreisverkehr? Müssen wir gerade wieder farblich gestalten. Okay. Hier steht immer ein Bus, ne? Ich weiß nicht, ob der eine Panne hat und da immer steht, aber irgendwie fährt er nicht weiter. Hier ist alles gut. Um die jetzt hier da ein rotes zu haben, weiß ich auch nicht. Da gucken wir mal gerade noch mal rein. Da gibt es aber keine Stoppstraße so entweit. Hier ist noch rot. Keine Ahnung. Und hier ist jetzt auch rot geworden, weil dieses kurze Stück war dann doch besser, oder was? Sehr interessant. Jetzt staut sich es natürlich nach hier hin zurück. Ist die Frage, ob man das hier nicht so direkt da drauf tragen machen könnte, ne? Ah, schwierig, aber dieser Stau, der wird immer länger, ne? Hier ist es auch noch da. Oh. Sieht gerade hier so doof aus, ne? Aha, okay. Wir haben dann eine abknickende Vorfahrtsstraße gemacht, die dann auch nichts bringt, oder was? Hier ist schon richtig so. Da haben wir eine Stoppstraße, obwohl diese beiden vielleicht besser die Stoppstraßen wären, oder? Würde ich jetzt mal sagen. Das passt schon so. Ist diese Straße denn wichtig, dass die da durch kann? Ich glaube nicht, die kann man auch besser zumachen, oder? Puh, schwierige Sache. Macht man da eine Einbahnstraße raus? So, das ist jetzt eine Einbahnstraße und das ist ja alles ganz gut dann. Dann gibt es hier auch kein Problem mit dem Verkehr eigentlich. Haben wir da reingeguckt. Wieso ist das hier so doof? Kein Mensch weiß das, ne?
Hier staut sich's zurück. Alle wollen noch da. Hier ist gut, das kann man so lassen. Das ist zwar hier rot, aber das ist nicht wirklich rot. Und das ist auch nicht wirklich rot. Also wir sind jetzt schon hier in der Ecke besser geworden. Jetzt haben wir nochmal die Verkehrszeichen. Das ist alles gut soweit. Ja. Das ist hier abbauen, ne? Momentan, obwohl, es sieht so aus, ob es ein bisschen heller geworden ist, kann das sein. Aber die fahren hier nicht, das ist das Problem. Jetzt flutscht es hier besser. Ist ja auch hier nicht rot, so tiefrot, sondern nur da. Stellst du dir die Frage, was da passiert, ne? Die kommen auf dem Stück nicht voran. Wie sind die Verkehrsregelungen da? Mach das mal hier aus, dann klappt das auch mit dem Dingens, ne? Muss hier eine Ampel hin? Vielleicht? Vielleicht ist es da besser? Wollen wir den Verkehrsfluss sehen? Hier ist eigentlich top, ne? Okay, jetzt staut sich's hier zurück, wegen der Ampel, aber dreispurig geht und die sind auch relativ flott weg. Momentan würde ich sagen, geht so. Ich glaube, die Bushaltestellen hier, ne, die sind richtig schäbig, ne? Was haben wir denn für Straßen mit so Sonderfahrzeugregelungen? Was ist das überhaupt hier? Mautstelle, da können wir noch Geld einnehmen. Guck an. Da gibt's das schon mal nicht. Bus und Taxi hier, das ist doch schon mal was. Vierspurige Straße mit Busfahrspur. Gibt es die noch mit Bäumen? Leider nicht, ne? Aber hier ist auch nicht nötig. Ach so, das wäre dann kontraproduktiv, weil keine Einbahnstraße. Oder? Probier mal, wie das aussieht. Nee, das ist doof. Die fahren sogar alle auf der Busspur her, da glaubst du es nicht, oder? Nee, das ist, kannst du vergessen, das war's nicht. Und das Ganze dann nur als Einbahnstraße, das wär's, aber das funktioniert irgendwie nicht. Interessanterweise sind hier, ach so, weil ist da geht da nicht anders, okay? Nee, kannst du knicken, ne? Passt so, oder? Geht nicht besser. Also Kreisverkehr ist trotz alledem blöd, ne? Funktioniert einfach nicht. Keine Alternativen hier. Hier gibt es noch Busspuren, aber auch nicht so.
Die als Einbahnstraße, das wär's, ne? Aber gibt's halt nicht, ne? Das ist das Problem. Ist das alle oder? Interessant, geht nicht so zu klicken. Geht das dann da? Naja. Jetzt kriege ich das nicht mehr hin, dass er alles anzeigt oder was? Hammer. Ach so, nochmal draufklicken und dann wird's ausgeschaltet. Alles klar. Gut. Ja. Kannst du ausmachen. Bringt nichts. Busspur, Braunstraße. Sieht jetzt ganz toll aus. Auch was ich voll cool finde, ist, dass es hier 6 Spuren gibt und davon wird eine benutzt. Und irgendwie ist das doch voll doof, oder? Wie soll man das jetzt managen? Sagt mir das. Dann brauche ich das Ganze doch gar nicht. Okay, jetzt haben sie hier eine Kreuzung da, eine Ampel da eingebaut, die nicht sein muss. Richtig doof jetzt hier, ne? Im Kreisverkehr ist ja eigentlich immer Vorfahrt, ne? Muss ich jetzt hier eine Stoppstraße hinmachen? Da auch. Da eigentlich auch. So, und hier auch noch. So, und jetzt sollte hier der Verkehrsfluss immer gegeben sein, aber wie wir sehen, läuft das ganz schlecht. So, jetzt dieses hier nochmal. Also hier kann man mit leben. Da ist klar, da auch. Jetzt staut sich schon hier noch ein bisschen zurück. Das bedeutet, diese Straße sollten wir als Einbahnstraße stellen, einrichten. Passt. Jo, lass das so. Es ist hier noch eine Einbahnstraße, ob das so sein muss. Die können wir eigentlich normalisieren, oder? Würde ich jetzt mal sagen, das müsste gehen. Die nicht. Die müssen jetzt da hinten rumfahren, ist aber auch nicht schlimm. Jetzt gucken wir nochmal da rein. Was ist da jetzt passiert? Fehlende Bushaltestelle oder was? Weil diese hier nicht mehr da ist, wahrscheinlich oder so. Oh je. Wo ist denn noch was mit fehlenden Bushaltestellen? Nix, nur die zwei. Ja, dann ist jetzt die Frage, wie die Enden wieder zusammengehören, ne? Oh. Ist hier irgendwo noch was, wo was fehlt? Guck mal, jetzt ist es verbessert. Und hier ist noch das einzige Manko. Aber insgesamt sieht es nicht schlecht aus. Jetzt ist die Bushaltestelle hier noch gefragt, was mit der ist. Dahin. Da ist das Ende. Ist die Frage, wo kommt dieses Ende hin? Ist das weg? Ist die ganze Linie weg? Okay. Aber Busse fahren ja noch genau durch, ne? Also so ist ja nicht. Ist ja nicht, als ob nichts mehr wäre, ne? Also geht das. Lassen wir so. Haben wir hier reingeguckt? Okay, hier müssen wir nochmal schauen, dass wir die Regelung doch vielleicht anders machen. Die Stoppstraße wegnehmen, weil das staut sich dann dadurch doch. So rechts vor links oder so, keine Ahnung, wie die das regeln, aber das läuft besser so. So, hier ist jetzt noch der Punkt dann. Das entzerrt sich aber auch dann. So, und jetzt ist nur noch hier das Problem. Gut.
Ja, da müssen wir dann nächstes Mal dann noch dran, würde ich sagen. Lassen wir das jetzt erstmal hier gut sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.